Guten Abend. Da bin ich wieder mit Phobia. Weiter geht's. Im gruseligen Hotel in Brasilien, in Três Trias. Und beim letzten Mal wurden wir überrascht vom Maskenmann, vom Tentakelmann, wie ihr ihn auch immer nennen möchtet. Es ist der Tentakelmaskenmann, der unbesiegbar ist und so ein bisschen wie Mr. X bei Resident Evil 2 hinter uns herrennt und versucht uns zu töten. Und wir müssen vor ihm weglaufen und versuchen irgendwie zu entkommen. Ja, während dem Kampf konnte man nicht speichern, weswegen ich jetzt hier nochmal kurz vor dem Kampf stehe. Und wo ich mich hier so umgeschaut habe, wir sind hier auf der Etage der Konferenzräume, der Bibliothek etc. Da triggern wir gleich den Encounter mit dem Tentakelmann. Aber wo ich mich hier umschaue, habe ich noch was entdeckt, Leute. Ein Karton mit einer Kassette. Die nehmen wir schön mit und hören uns an, was darauf gebannt ist, nachdem wir dem Tentakelmann entkommen sind. So. Vielleicht müssen wir auch kämpfen, habe ich mir überlegt. Aber ich habe irgendwie auch keinen Bock, jetzt unendlich viele Patronen in den Reihen zu blasen. Nur um dann festzustellen, dass es Verschwendung ist. Aus dem Grund triggern wir jetzt erst nochmal den Encounter. Gucken, wie sich's entwickelt. Wir müssen uns natürlich auch nach einer Lösung hier in dem Raum umschauen. Ich kann euch nicht versprechen, dass das eine No-Progress-Folge wird. Dass es keine No-Progress-Folge wird. Es ist durchaus im Rahmen des Möglichen, dass wir nicht checken. Dass ich nicht checke, wo es hier weitergeht. Ihr checkt es ja vielleicht schon. Wenn ihr es checkt, dürft ihr es mir nach dieser Folge sehr gerne in die Kommentare schreiben. Wenn ich mich anstelle wie der letzte Dulli, dürft ihr das gerne tun. Weil, ja, noch eine Folge beim nächsten Mal wieder hier rumeiern, möchte ich euch dann auch nicht antun. Da habt ihr nichts von, da habe ich nichts von. Und das bringt keinem was. So, hier werden wir durchverfolgt. Haben wir das nicht geöffnet? Sind wir hier noch zu früh? Ich weiß nicht mehr genau, was ich noch alles gemacht habe. Doch, den Schlüssel kriegen wir gleich. Wir müssen unten durch die Rezeption. Den Rezeptionsschlüssel haben wir. Das ist klar. Und hier ist ja der geheime Safe. Das ist eine Kombination, die wir nicht kennen. Die ist neunstellig. Also es gibt ja allerhand verschiedene Codes hier im Spiel zu finden, aber eine neunstellige Kombination sah ich bisher noch nicht. Glaube ich. Wie dem auch sei. Wir triggern. Weil dort gibt es auch das Schlüsselchen für dieses Fach. Habt ihr ja beim letzten Mal schon gesehen. Aha. Ja, und jede Menge Feinde. Ich entledige mich jetzt aber deren Anwesenheit, weil die machen das dann nur noch komplizierter, vor dem Vieh wegzurennen. Fuck. Das war nix. Natürlich hat er es überlebt. Klappt prima. Am besten einen mit der Shotgun geben und eine Salve mit dem MG. Ja, es sind noch mehr. Ist mir egal, ich töte die jetzt alle. Ja, aus nächster Nähe ist das aber gut. Komm her. Genau, so nämlich. Da ist doch die Munition gut investiert worden, würde ich sagen. Weil die nerven wie Kacke am Schuh. So, nochmal hier kurz umschauen. Vielleicht kann man hier schon absehen, wo es dann hingeht. Bin ein bisschen aufgeregt, weil ich, wie gesagt, nicht garantieren kann.
dass wir weiterkommen. Munition, die uns nichts bringt, weil die Pistole in der Kiste liegt. Ja, und der Bastard macht einfach den Aufzug kaputt. Der Arsch. Werdet ihr gleich sehen. Dann können wir nämlich nicht mal mit dem Aufzug entkommen. Ich weiß nicht, wie wir dann aus der Lobby entkommen sollen. Ich hoffe, da ergibt sich was. So, wir haben hier alles untersucht. Ich dachte erst hier vielleicht. Noch mehr Bullets. Ist gut. Nehmen halt Platz weg, ne? Ja. Und hier kann man auch irgendwas einsetzen. Was wir nicht kennen. Pass auf, wir gehen nochmal hoch. Ich mache die Taschen nochmal leer. Wir fahren in die 3. Da haben wir es letzte Mal gespeichert. Machen die Taschen leer, kommen wieder und starten den Kack. Ja, der Aufzug ist dann hier gleich kaputt. Ob wir nochmal in die 2 und in die 4 kommen? Ich meine, für die 4 haben wir sogar einen Schlüssel. Aber vielleicht ist die 4 auch optional. Ich weiß es nicht, Leute. Kann es euch nicht sagen. So, hier ist doch alles. Wir speichern nochmal. Dann sind wir zumindest die Dullis da unten los. Ja, vielleicht hätte ich speichern müssen, bevor ich die, nachdem ich die Sachen in die Kiste lege. Dann können wir uns aber jetzt auch das Tonband anhören, ne? Die kenne ich. Die haben wir platt gemacht. Ja. Eu não vi direito o que aconteceu. Só sei que aquilo pegou o Paiva por um segundo, mas ele conseguiu escapar. Tinha sangue. A gente conseguiu sair e pensar o bicho lá dentro. O único problema é que o Paiva derrubou uma daquelas caixas secretas lá. Aquela coisa que eu tinha. Stimmt, das haben wir ja schon geöffnet. Não tenho certeza se isso vai ajudar. Os machucados. Ele estava completamente rasgado. Der ist so zerfetzt noch unterwegs gewesen. Eu tô escondido aqui. Já faz duas horas agora. Espero que o Paiva esteja bem. Weiß nicht, ob wir den getroffen haben. Den guten Paiva. Es kann sein. Okay. Vielleicht war das der Leichnam, der da gelegen hat. Bisschen müde, deswegen gähne ich hier vor mich hin. Es war ein langer Tag. Die Nachtschichten tun ihr Übriges. Aber zum Zocken bin ich immer fit genug. Naja, nicht immer. Manchmal nicht. So. Schlüssel. Ja. Du. Der wird jetzt auch weggeschmissen und müsste Platz machen. So, da draußen laufen auch keine Freaks mehr rum. Na, wobei, doch, ich glaube, die respawnen sogar gleich. Ach nee, dann habe ich mir die Munition ja auch eigentlich sparen können. Ne? Verdammt. Ich weiß nicht, was das für Namen sind. Was ich damit anfangen kann. Wir haben eine Liste mit Namen bekommen. Beim letzten Mal schon. Und hier ist eine Art
Restaurant Area. Hier liegt ein MP3-Player rum. Oh, der ist weg. Dann wurde das schon gespeichert. Offensichtlich. Das sehe ich gern. MP-Munition wäre nicht schlecht. Die legen wir gleich weg, die brauchen wir nicht. Ich habe gar nicht mehr in Erinnerung gehabt, dass wir hier eine Kiste haben. Hier liegt nichts, hier geht es auch nicht weiter. Und hier kommen wir mit der Kamera jetzt weiter. Es gibt keine Wahl, ja. Das wissen wir. Und trotzdem versuchen wir, unser Schicksal zu beeinflussen. Die bleibt geschlossen, okay. Omega, Epsilon und N. Platine. Der Verwaltungsraumschlüssel, super wichtig. Schaltkreis für Aufzug in der vierten Etage. Aber wir müssen erstmal in die vierte Etage kommen, ne? Deswegen bringt er aktuell noch gar nichts. Einen Verbesserer gefunden. Wie gesagt, das haben wir beim letzten Mal alles schon eingesammelt. Aber ich konnte nicht speichern. Deswegen machen wir das jetzt nochmal. Jetzt bringe ich erst den Kram, den wir nicht brauchen, zur Kiste. Weil hier bricht gleich die Hölle los. Brauchen wir nicht. Ja. Brauchen wir auch nicht. So. Bis wir wieder im Verwaltungsstock sind, werden wir bestimmt nochmal eine Kiste finden. So, Stephanie ruft an. Die uns nicht alles erzählt hat, was sie weiß. Sollen wir das überspringen? Wir kennen es ja schon. Sparen wir ein bisschen Zeit. Roberto! Chega, Stephanie! Eu cansei de ouvir você! Chega! Você entendeu? Posso explicar? Não, você me ferrou! Você sabia sobre aquele monstro do piano e nem me falou porra nenhuma! Roberto, eu tava tentando... O quê? Tentando o quê, Stephanie? Porque agora tudo o que parece é que você tá tentando me matar. Ok, tá. Olha, eu entendo que você tá nervoso, mas por favor, me escuta. É um segundo. Me desculpa, tá? Eu esperei na estátua o quanto pude, mas assim que eu ouvi o piano, eu tive que fugir. Eu achei que ela não estaria mais... Wisst ihr, was ich jetzt aber mal mache? Ich mach die Musik leiser. Die macht mich nämlich kirre während dem Bosskampf. Okay? Ich bin total wahnsinnig. Hoffentlich spawnen nicht so viele Gegner jetzt. Ah, você sabe. Trabalhar com você e sair daqui vivo não parece se dar muito bem juntos. Roberto, você übrigens echt gut vertont auf Portugiesisch. Os outros sobreviventes fecharam todas as entradas e saídas do hotel, todas elas. A sério? Isso é algum tipo de piada? Como eu posso confiar em você depois de tudo que você me fez passar? Aí, se você quer arriscar sua vida procurando pelo hotel uma saída que não existe, fica à vontade. Acho que não, né? Agora me escuta. Tem um grande laboratório embaixo do hotel. Ich würde echt gerne überspringen. Abrir o cofre perto da escrivaninha. Dentro você vai achar mais instruções.
Alles klar. So, hier komme ich jetzt auch immer noch nirgendwo hin. Hier hat er natürlich nicht den Weg freigeräumt. Der Sack. Hey, hiermit kämpft sich's besser, wenn es hart auf hart kommt. Der hat ihn hier reingeschleudert, ne? Guck mal, was trägt der denn am Arm? So eine Art Marke, ne? Als ob wir hier im Krankenhaus sind oder so. Okay. Musik ist immer noch saumäßig laut. Ja, es geht. Nee, sie ist schön leise jetzt. Also können wir gegen ihn irgendwas tun? Wahrscheinlich eher nicht, ne? Ich will ihm auf keinen Fall zu nahe kommen. Wir müssen uns überlegen, wo wir rauskommen. Sehr nah gerade. Vielleicht können wir ihn auch irgendwie dazu bringen, eine Tür aufzuschlagen oder sowas. Was macht er denn mit uns, wenn wir sehr nah sind? Gar nichts. Er macht tatsächlich gar nichts. Oh. Kann ich wieder zurück in den Raum und mein Inventar auffüllen? Ja, das geht. Ich habe den Schaltkreis mal mitgenommen. Wer weiß, ob der uns nicht noch den Arsch rettet. Er findet uns nicht, ne? Doch, doch, er weiß ganz genau, wo wir sind, aber er kommt hier nicht rein. Hallo? Vollidiot. Voll der blöde Jan. Kann ich hier noch irgendwas machen? Nee, ne? Ich versuche die ganze Zeit diese Kasse zu manipulieren. Das geht aber nicht. Ja, jetzt versperrt er nur leider den Weg nach draußen. Wow. Also der schlägt schon schnell zu, ne? Hier, kümmere dich mal um den Zombie, bitte. Weil der kann die ausschalten. Achtung. Was macht er nämlich jetzt? Ja, aber er tötet sie nicht. So ein Scheiß. Echt. Super schlecht. Okay, ich bin tot. Krass. Den Raum sollten wir lieber nicht betreten. Ach ja. Jetzt dürfen wir uns wieder das Gebabbel anhören. Och nee. Schlimm. Allein wegen dem Gebabbel dürfen wir nicht sterben. Wir dürfen einfach nicht sterben. Das ist super nervig. Ich mache euch einen Vorschlag. Falls wir das jetzt on-cam nicht schaffen, mache ich es off-cam. Und erzähle euch, was passiert ist, weil das ertrage ich nicht. Das während der... Warte mal, wir haben ja hier noch ein paar Sachen vergessen. Das jetzt die ganze Zeit durchzuquälen während der Aufnahme, da habe ich keine Lust drauf, sorry. Also, die Folge machen wir es noch so. Aber wenn wir es nicht schaffen, ne? Erspare ich uns das.
Hier kann ich doch auch speichern. Machen wir gleich. Vor dem Telefonat speichern wir hier nochmal. Ich kann doch... Ich kann nach dem... das Gebabbel kann ich leider nicht überspeichern. Das geht nicht. Das müssen wir uns jedes Mal anhören. Ja, komm. Auch irgendwo jetzt die Kugeln vergessen, ne? Aber ist nicht so wichtig. Hier lag doch auch irgendwo noch was rum. Auf einer Couch, oder? Doch, hier drin. Oder auf dem Tisch. Da. Die will ich natürlich schon haben. Ebenso wie den einen Schuss Shotgun. Omega Epsilon N. Omega Epsilon N. Er ist schon furchtbar nervig. So, die Platine holen. Abspeichern, reinkommen. Ich kann gar nicht abspeichern. Wir kommen ja nicht raus. Komm, scheiß drauf. Wir schaffen's. Ich weiß nicht wie, aber wir schaffen's. Wenn ich es nur überspringen könnte. Fürs Video kann ich es ja überspringen. Dumm, um hier reinzukommen. Aber die Zombies kommen hier rein. Ja. Der packt sich hier rein, das ist ja gut zu wissen. Aber war er beim letzten Mal nicht auch hier drin? Weiß es nicht mehr. Das Ding. Wieso kriegen wir das nicht mehr auf? Irgendwas fehlt uns noch, ne? Das
Kann sein, dass ich zum Vergleich mit der letzten Folge beim letzten irgendwas vergessen habe jetzt. Weil ich krieg dieses Kästchen nicht mehr auf. Das wundert mich ein bisschen. Irgendwas ist anders als beim letzten Mal. Ich hätte mir die letzte Folge vielleicht nochmal ein bisschen genauer ansehen sollen. Ja, wir rennen jetzt zum Aufzug, der dann kaputt ist. Vielleicht passiert dann dafür woanders noch irgendwas, was uns hilft. Ist auch toll, dass der eine Aufzug gar nicht geht. Hauptsache Munition verblasen und noch schwer verletzt worden. Super geil. Wieso konnte ich denn jetzt nicht laufen? Wie viel Schuss hält er eigentlich aus? Jetzt ist er kaputt. Jetzt haben wir ein Problem. Hier geht's ja auch nicht weiter. Tja. Das ist nicht so geil, ne? Hier geht's hoch. Ach was, okay. Stark. Hier ging's noch nie hoch. Wie man einfach nicht an den Zombies vorbeilaufen kann, ne? Natürlich ist mitten im Kampf die Kamera ausgegangen. Boah. So wie es aussieht, sind wir ganz sicher erstmal. Ich wusste nicht, dass wir die Treppe hoch können. Die Shotty ist leer. Ich glaube, ich bin ihm entkommen. Die Musik ist vorbei. Hier geht's nicht rein. Hier sind wir schon gewesen. Ja, cool, oder? Kann es sein, dass wir in der 4 gelandet sind? 4. Wir haben die Platine dabei.
Wir müssen ja hier einfach nur alles in Reihe schaffen, ne? So rum. So rum. Ne, das hat gepasst. So rum. Gut. Ja, die 4 geht jetzt. Und einen Schlüssel haben wir auch für die 4. Aber jetzt ist er nur in der 1 kaputt, oder? Alter, ich bin so froh, dass es weitergeht. Bevor wir fahren, erstmal ein bisschen umgucken hier. 404. Speichern hoffentlich. Zauberwürfel. Wie gesagt, ich weiß nicht, was es bedeutet. Sind das irgendwelche Extras vielleicht, die man freischaltet? Aber Speicherstand, ja, es kann ein Übersetzungsfehler sein. Bolzenschneider. Guck mal. Ist das nicht geil? Endlich. Wir können etliche abgeschlossene Türen aufmachen jetzt. Wenn das mal kein Riesenprogress ist, weiß ich auch nicht. Hammer. Okay. In die andere Richtung geht's nicht. Doch, da kommen wir sogar her. Hier hoch in die 5. Glaube ich nicht, ne? Nee. Okay. Cool. Dass die 4 so wichtig ist, hätte ich jetzt aber auch nicht gedacht. Gehen wir mal in die 5. Bei Gelegenheit auch mal speichern dort. In der 5 einige der Türen aufmachen, die wir jetzt aufmachen können. Aber das ist der andere Block. Nee, ist es nicht. Auch der wurde ja komplett zerstört durch das Monster. Speichern, sehr gut. Platz haben wir eigentlich genug, ne? Heilung wäre geil. Naja, Heilung wird überbewertet. Aber ich muss es nochmal loswerden. Also, wie die Zombies mich teilweise in die Zange genommen haben, das war nicht cool. Ich hatte da teilweise gar keine Möglichkeit, zur Seite zu laufen. So als ob man an ein Hindernis dranläuft. Es war aber kein Hindernis da. Ich glaube, die halten dich fest. Oh. Okay. Ich glaube, die Viecher halten dich dann fest und schnetzeln an dir rum. Ja. Durchgefetzt. Die ist ja schon auf. Brauchst den Türknauf gar nicht drücken. So, und hier drin ist der Tod, ne? Was für ein furchtbarer Leichengeruch. Sie liegen bestimmt schon eine Weile hier. Okay, da komme ich nicht dran. Ach, da hängt jemand. Okay. Auch krass. Es gibt sau wenig Heilung in dem Spiel. Aber ein bisschen was haben wir jetzt. Das war schon alles? Nee. Ja, gut. Klasse. Eine 3. Oh.
Okay. Kombinationsschloss. 3. Vier. Probieren wir uns durch. Okay, 4. Hä? Man kann es nicht brute forcen. Warum denn? Warum geht es nicht? Da ist doch die Zahl. 4. Nee. Die 4 ist auch so schon da. Okay. Ah. 3, 8, 4. Einfach nur eine Verbesserung, aber eine mächtige. Na gut, das hat sich halbwegs gelohnt. Achso, ich brauche ja die Kamera, um hier rauszukommen. Wo gab es noch mehr solcher verschlossenen Türen? In der 6. Da gehen wir jetzt als nächstes hin. Haben wir keine Heilung mehr? Wir haben doch ein Band bekommen, Bandage bekommen. Ja. Immerhin ein bisschen was. Dass wir nicht gleich sterben, wenn wir nochmal eine Verletzung erleiden. Wobei, wir haben es ja sogar relativ gut überstanden. Den Angriff von den Zombies. Ich dachte, ich hätte mehr verloren. Schauen wir nochmal in 6. Ist ja dann doch nochmal eine ordentliche Folge geworden heute. Ich hatte schon die Hoffnung aufgegeben, ehrlich gesagt, dass ich da rauskomme heute. Noch eine Heilung. Einfach so geschenkt. Och, was ein schönes Zimmer. Ich sagte, ach, was ein schönes Zimmer. Und nicht, ach, was eine grausenhafte Folterkammer. 9:45 Uhr. Wer es nicht glaubt, der irrt sich. Kann man Licht anmachen? Nein. Telefon. Kaffeemaschine. Oh, Kaffee. Buch. Medizina Idala Medina. Oder so. Noch ein Safe. Och, Leute, das ist das Spiel der Tresore. Ohne Mist. Och. Ein seltener Anblick. Ein Tresor, der offen ist. Oh. Auch ein seltener Anblick. Ein Stethoskop. Schon wieder ein Speicherstand. Ich weiß nicht, was es bedeutet. MacBook? Ja. Oh, Badezimmer.
noch einen Code. Ne, der braucht einen Schlüssel. Der ist so auf. Crap, den niemand braucht. Schade. Was noch? Telefon. Kisten. Kann man nicht öffnen. Hochbetten. Entweder es ist eine medizinische Einrichtung oder ein Militärstützpunkt. 251. Okay, gut zu wissen. Sehr gut. Hab die Shotgun weggelegt. Sehr gut. Oh. Das grüne Kraut darf nicht verwendet werden. Es ist giftig. Das ist also das komplette Gegenteil von Resident Evil. Ja, aber kann ich es verwenden? Kann ich damit irgendwas machen? Nö. Dann ist die Info ja obsolet. 251. Sehr schön. Schlüssel. Spinnschlüssel. Inventar voll. Wer hätte es gedacht? Nein. Ja. Ich heile mich mal voll mit dem Verband. Nein, er hat einen der Verbandskästen benutzt. Warum? Du solltest die blöde Bandage verwenden. Ach Leute, ich habe mich jetzt darauf verlassen, dass er das automatisch weiß. Darf man nicht tun. Nein, nein, nein. Shit. Naja, auf die eine Heilung kommt es jetzt auch nicht an, aber es ärgert mich. Ah, okay. Mehr verschlossene Türen. In welchem Stockwerk gab es noch mehr Verschlossenes? Weil so lange Gänge hier gibt es gar nicht so viele, die wir so weitläufig durchlaufen können, wie in der 6 und in der 5. In der 5 ja auch nicht mehr. Boah, die Uhr des Todes. Ja, jetzt wechseln wir nochmal den Gang. Hier auf der anderen Seite gab es auch noch ein paar Türen. Unter anderem mein Zimmer. Das war's. Die Bilder habe ich mir noch gar nicht angeguckt. Krass. Wo gab es noch mehr Türen? Wir sind ja noch nicht fertig, offensichtlich. In der 3 oder in der 7 oder wenn wir hier noch mal durchlaufen. Ich würde so gerne diese Kisten aufmachen. Hier gibt es ja auch wieder mehrere von. Muss ich mich wieder durchs komplette Hotel durchschlagen und die suchen.
gehen mal runter. Den haben wir auch noch nicht geknackt. Hier könnten wir das Zahnrad mal aufhängen. Nie hat man das dabei, was man braucht, ne? Boah, ist das schlimm. Hier gibt's nichts außer den Safe. Gehen wir noch eins runter. Es kann sein, dass wir in diesem Block hier ganz viele kettengesicherte Türen haben. Und nicht in dem anderen. Okay, jetzt sind wir im vierten Stock und in einer Sackgasse gelandet. Hier funktioniert das Schnelllaufen nicht. Ich weiß nicht warum. Aber ich mag es nicht, dass es so ist. Weiter runter geht's nicht. Okay. Kommen wir höher. Hier ist die 5. Die 6. Und höher geht's nicht. Nee. Hier geht's hauptsächlich zum Theater. Und dergleichen. Und mehr nicht. Ist ja auch kein Weg freigeräumt worden. Doch, die Leiter ist offen. Das kann ich auch gerne nochmal abchecken. Warte mal. Ich bin so dumm. Wir haben die Kombination für den Safe dabei, Leute. Ich habe mich gerade sowas von mental überschlagen. Wir haben doch eine Safe-Kombination dabei. Auf geht's. Das ist der Weg. Aha. In der 4. Oder in der 5. In der 5 ist der Safe. Da. 25, 15, 20. Oder haben wir das schon benutzt? Kann sein. Ja. Okay. Dann eben nicht. Aber man kann es noch benutzen, deswegen... Wir haben den Safe noch nicht geknackt, für den diese Münze ist. Steht es vielleicht drauf? Nein. I don't know. Naja, wir sind immerhin ein bisschen weitergekommen, ne? Jetzt können wir auch die Musik wieder ein bisschen lauter machen. Das war ja nur wegen diesem furchtbaren Encounter so schlimm. Gut, das haben wir auch alles durch. Jetzt gehen wir nochmal in die 3. In der Hoffnung, dort noch die eine oder andere neue Tür zu finden. Ansonsten ist unser Weg, in die 8 zu kommen, ne? Dürfen wir ja auch nicht vergessen. Im Aufzug kommen wir dann normalerweise auch ohne Probleme hin.
Hier gab es wirklich nichts mehr, ne? Ja. Alles klar. Probieren wir die 3. Aber der 3 war, glaube ich, da war nichts zu holen, ne? Ich glaube es nicht. Die 3 ist komplett zu. Da steht einfach nur Zeug rum. Ist aber dafür der perfekte Ausstieg aus der heutigen Folge. Dann soll es das für heute gewesen sein. Wir sind ganz gut weitergekommen. Wieder erwarten. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht, auch wenn es nicht immer den Anschein gemacht hat. Ich kann euch versichern, dass mir das nach wie vor große Freude macht, das mit euch zu spielen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Lasst ein Abo da. Das würde mich sehr freuen und seid beim nächsten Mal am besten einfach wieder dabei. Dann wird es wieder ein wunderschönes Session mit euch. Ciao.